Ja, irgendwelche Zaubersprüche, die ihr von ihm erwerben wolltet als Lehrmeister Thesis. Schwarz und Rot, Herzschlag, Ruhe, schwarzer Schrecken, Gott, was war noch der eine Bauer, der Spruch? Ja, Memorabia, Erinnerung verlasse dich. Alle außer Memorabia. Wo bleibt denn Den der hat Leidensbonus? Abel mir den schon. hat Abel mir schon. Außerdem natürlich muss ich ja nach dem Last des Alters fragen, aber. Ja, hat er. Okay, nehme ich. Easy. Dann, Fluch der Pestilenz. Spontan muss ich ins Forum schreiben, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß, Nee. ich bin jetzt gerade völlig überfordert, deswegen keine Ahnung. Gut. Da gehen Ihr wir weg mit dem könnt. Leidensbund. Wird auf alle Fälle Philosophie steigern, wenn ihr diese Bücher liest. Sorry, Memorabilia oder Erinnerung? Was gab's nicht? Memorabilia. Memorabilia, nicht. Erinnerung verlasse dich, kannst du haben. Die kannst du von mir lernen, zur Not. Es könnte sein, dass ich jetzt schon habe. Wenn ihr wieder nach draußen tretet, könnt ihr wohl sehen, wie sich ein weiterer Dämon in dem Innenhof manifestiert hat und so etwas wie eine Wächteraufgabe übernommen hat. Ein mächtiger Buschruf, ein riesiger weißer Affe mit roten Augen und vier Armen, der jetzt im Innenhof wohl Platz genommen hat. Er ist 3,5 Meter groß. Kommen wir noch hinaus Ja, oder? also der bewacht vor allem dann den Eingang. Ihr könnt dann aber nach draußen treten. Es geht wohl vielmehr darum, dass andere Leute dann diesen Tempel nicht mehr betreten. Wir holen euch dann in einigen Stunden hier ab, ja? Ja, lasst euch Okay. Zeit. Gibt's den Leidensbund oder ist der noch verschollen? Schon verschollen? Eins von beiden. Damit kannst du Wunden übertragen. Lebenspunkt und Wunden übertragen. Kannst meinetwegen haben. Okay. Diamantus wird sich bedanken. Ja, großartig. Etwa 2 Sekunden lang. Okay, noch irgendwelche Dinge, die ihr vorhabt. Ihr wollt in den Avesha-Tempel und Schriften über Raya sammeln? Ja, und auch über Avesha, denn darüber werden sie ja auf jeden Fall was haben. Und auch das ist was, was meine Kirche interessiert. Und Sollst du kommen? auf dem Weg über den Markt besorgen wir ein Tongefäß. Perfekt. Dann kann Beutox, währenddessen die Rätselqueste vollendet haben, und ihn dann zukorken, das Gefäß. Ich würde auf dem Markt alles sammeln, was ich für wertig halte, weil es wird eh vernichtet und An was besser die denkst du? Schiffskasse auf. An was denkst du? Ich will schnöden Mammon sammeln. Also Was auch was. das, was ungefähr 1200, 1300 Jahre später dann viel Geld wert sein wird. Also, ich weiß nicht, ob ich dafür das Geschichtsverständnis habe. Ich kann ja mal eine Probe würfeln, ob ich überhaupt weiß, was die Leute überhaupt Genau, wollten. Geschichtskunde. Ich meine, notfalls raffst du halt Wirf. auch Gegenstände zusammen, oder? Genau, Raffi hat keine Ahnung und rafft Gold und Silber und alles, was er für wertvoll hält, zusammen, Oh, unabhängig davon, von Tempelschätze! seinem. Du musst sie retten vor dem Untergang. Das sind ja nicht Und sie meine in der Zukunft Tempelschätze. natürlich für eine fürstliche, für einen fürstlichen Finderlohn an ihre eigentlichen Tempel zurückbringen. Ja, ich hab mein. Obwohl, weißt du was? Ich würfel die Probe neu kommen. Das ist doch eine coole Probe. Die würfel ich jetzt neu. Schicksalspunkt. Mal gucken. Weiß nicht, vielleicht kann ich auch so ein Pilgerzeichen kriegen. Sowas gibt es doch bei der Averskirche bestimmt. Und Ja. zu der Zeit ist es bestimmt ein Allerweltsding, aber in unserer Zeit wäre es cool, sowas zu haben. Klar. Wenn ihr mal durch die Schriftstücke von Boltags Rätselquest blickt, dann werdet ihr sehen, dass er Donatian wohl nach Torval schickt. Warum auch immer, vielleicht aus Rache. Und ihr seht wohl, dass einige Marmeladenflecke absichtlich auf dem Dokument platziert worden sind, die das Rätsel wohl erschweren sollen. Ich glaube, es ist für unser aller geistige Gesundheit besser, wenn wir da gar nicht erst reinsehen. Der Sulamin massiert sich die Schläfen, als Nun würde sie geht zu dem Kopfschmerzen Ort, bekommen. an dem Schiffe schlafen, vorbei an dem Tier, was Marmeladenfleck gesehen, fehl am Platz ist. Kurz vor dem Marmeladenfleck findet ihr Werbung für euren Marmeladenfleck, doch nach einem Hinweis. Sehe ich da etwa einen Teil von meinem Boot? Untersucht das mal. Ja, ihr blickt da durch, total Danke, ich hasse erneutes. es. Irgendwie ein Spiel mit Wikingerbooten, wo er irgendwas markieren soll und ja. Das wird die Hölle sein. Ich glaube, Boltax ist dafür verantwortlich, dass der arme Mann so leiden musste oder einen solchen Weg eingeschlagen hat. Links von euch findet ihr den Arbeitsplatz eines Ornithologen. Schaut ihn euch doch mal genauer an und genießt den Ausblick. Ja, er hat schon eine sadistische Ader. Nun, von allen Personen, die es verdient haben, steht Donatian von Terilia jetzt nicht ganz unten auf der Liste.
Naja, aber vielleicht ist er ja erst zu so einem Menschen geworden, weil Boltax ihn auf so eine Feste geschickt hat. Bitte, können wir jetzt nicht wieder diese, warum und jetzt sind wir schuld und dann sind wir doch nicht schuld, weil wir mussten es tun, Zeitgeschichte anfangen, weil sonst... Es tut mir leid, scheiße, ich will gar nicht mit dem Scheiß anfangen. Ja, genau. Nehmen wir das Tongefäß und gehen zum Fluss hinunter und haltet unterwegs die Augen offen, ob ihr diese Pfauengardisten seht oder Azaban. Ihr konnte schon mehrere Geldbörsen einsacken. Achso, hier ist übrigens ein Verrückter mit spitz gefeilten Zähnen, läuft hier irgendwo herum. Da solltet ihr vielleicht auch aufpassen. Der sucht einen guten Kampf. Oh, vielleicht findet man sie hier. So könnt ihr das Tongefäß von Boltax in dem Baron Udo versenken und seht, während ihr euch in den Straßen und Gassen mit der Bevölkerung abgebt, dass immer mehr chaotische Dämonen herbeibeschworen werden auf verquerem Wege, die wohl allerdings für keine Unruhe sorgen. Es sind vor allem diese merkwürdigen Kröten-Dinge und auch andere Dämonen scheinen wohl keine Angst zu machen. Wenn es ein Buschruf ist, der dort in dem Tempel sitzt und einfach nur wartet und wacht, dann gibt es keine zivilen Opfer und die Festivitäten gehen, zumindest an diesem Tage, erst einmal weiter. Ja, so könnt ihr, wie gesagt, die Tonflasche versinken und seht, wie sie dann abgetrieben wird und blickt euch dann nach und nach an. Wie soll es weitergehen? Abelmir und Serpentinio sind noch in der Bibliothek und schauen nach, was sie mitnehmen möchten. Wir packen ein. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Gut, vor allem dann Zulamin, Diamantas und Raphim. Also, sofern ich den jetzt verstanden habe, sind wir damit jetzt fertig, ne? Wenn wir diese Figur hier reingeworfen haben. Ja, wir haben getan, weswegen wir gekommen sind. Ich habe die Pfauengarde auf dem Hügel lagern sehen, aber ich fürchte, die Zustände in der Stadt sind noch nicht schlimm genug, dass man sie überzeugen könnte, Iphemia im Stich zu lassen. Ich denke, ja, das halte ich auch für unwahrscheinlich. Ich denke, wir sollten gehen. Vielleicht können wir Azaban noch irgendwo aufgreifen, aber sonst? Also, damit wir dasselbe unter Aufgreifen verstehen, wir ziehen dem einen über den Kopf und tragen ihn dann bewusstlos durchs Portal. Das ist für mich in Ordnung. Gut. Naja, wenn wir eh schon am Fluss sind, was meint ihr, sind die Magier noch den ganzen Tag beschäftigt mit Sicherheit, oder? Ja, wir sollten ihnen Zeit geben. Dann würde ich doch hier im Rahandra-Tempel nochmal meditieren, falls wir doch noch kämpfen müssen. Das mit dem Speer könnte tatsächlich interessant sein für dich, Raphim. Wenn es wirklich die Lanze von Rashtul al-Sheikh ist, dann, ich bin nicht sicher, aber hast du Geschichten von der Jadra al-Zul gehört? Sie wird seinem Sohn Bastrabun zugeschrieben und soll etwas... Stimmt, hast du von ihr gehört, wenn auch sicher unter anderem Namen. Das Vorbild für die heutigen Chorspieße sein. Naja, das klingt ja zumindest erstmal spannend, aber ich befürchte, das ist ein Plan für die Zukunft. Für die sehr weit entfernte Zukunft. Ja, Zulamin, ihr plant immer ewig, tausende von Jahren. Schlimm ist das. Gut, dann wollen wir ein wenig im Rahandra-Tempel das hier und jetzt genießen. Ja, während du das sagst, könnt ihr wohl alle erkennen, wie vor euch das Schilfgras verwelkt. Innerhalb von Sekunden könnt ihr sehen, wie es grau wird, schwarz und dann zerbröckelt, in sich in Asche auflöst und dann wie durch einen Zeitensturm hinweg wirkt sich die Asche wieder zusammen und aus dem Grau und dem Schwarz wird wieder grün und sie blüht auf. Wenige Sekunden später wird das Ganze wieder einmal umgedreht und ihr könnt einige Luftspiegelungen sehen, die in der Luft herumtanzen, einige magische Funken, die aufstieben und wieder verglühen. Könnte sein, dass uns das etwas sagen will. Was hältst du davon, Raphim, wenn du im Rahandra-Tempel bleibst, um zu meditieren
Und Diamantis und ich sehen, ob wir Asaban irgendwo in den Gassen auftreiben. Naja, wie ihr möchtet, treffen wir uns wieder bei den Magiern. Ja, das wird das Beste sein. Wunderbar. Gut, dann auf nach euch, Kapitane. Diamantis, du setzt dich gerade in Bewegung, da kannst du spüren, wie etwas herunterfällt. Was? Lockt ihm auf den Boden. Dein Ledergürtel ist verrottet und verdorrt. Brüchig geworden. Wie? So alt war der noch? Hä? Ja, Diamantis fässt sich jetzt seinen halb verdorrten, verfaulten Gürtel durchlaufenden durch und hält ihn in der Hand. Scheiße. Ich glaube, wir sollten uns hier nicht allzu lange aufhalten. Ein Hab und Gut scheint das mal nicht gut auszuhalten. Ja, du solltest auch nach Heuschrecken Ausschau halten. Ich weiß nicht, wie übel es werden wird, aber der zweite Tag war schlimm genug. Wir sollten schnell machen. Hoffen wir einfach nur, dass wir hier schnell raus sind. Bei allem hatten die Hexen recht. Wir müssen diese elenden Tage wirklich nicht zweimal im Jahr durchmachen. Das ist wahr. Nun, vielleicht haben wir Glück und finden Asaban irgendwo an einer Kröte leckend auf dem Marktplatz. Habemir, du packst gerade das ein oder andere Buch auf den Stapel mit den Sachen, die du mitnehmen möchtest. Du musst ein bisschen sortieren, weil das einfach zu viel wird, was du dann durch das Portal mit nach draußen nehmen willst. Da kannst du sehen, wie ein Blutstropfen von deiner Nase aus auf den Bücherstapel fällt. Oh, verdammt! Ich wische mal vorsichtig diesen Blutstropfen weg, damit er nicht ins Papier einzieht. Was ist das? Fass mal die Nase. Starke Nasenbluten. Habt ihr wieder beim Lesen laut ausgesprochen? Nein, das scheint ein magisches Phänomen zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob es an der Umgebung liegt, aber nein, dann hätten sie auch etwas bemerkt. Ich fass mir mal instinktiv an die Nase. Du hast keine Nasenbluten, aber du merkst wohl, wie dein Arm ekelhaft wehtut. Der Gefroschte? Ja, dann ist es nicht dein Schwertarm, wo du jetzt diese Wunde von dem Burkesch bekommen hattest, sondern dein Schildarm. Seltsame Phänomene. Einmal mehr. Wir sollten hier einpacken, Abemir. Ja, wir sollten uns beeilen. Ach, da, dieses muss man unbedingt mitnehmen. Es ist ein Einzelexemplar. Unersetzlich. Hier, ich schiebe mir den Folianten zu, aus dem anderen, den ich offen habe, reiße ich noch irgendwie die Thesis raus und mache ihn dann wieder zu. Nun, ihr könnt doch nicht Blutschatz herreißen. Sie sind so oder so dem Untergang geweiht. Ich rette die wichtigen Teile. Du hast die letzten Tage hast du echt gut gerochen, Abelmir, aber der Geruch, der jetzt von Serpentilio ausgeht, er ist wirklich ein Brabacker. Er stinkt nach Verwesung. Und Schwefel. Wann habt ihr das letzte Mal geduscht? Gebadet? Als wir in Elberon waren, denke ich. Ihr solltet unbedingt ein Bad nehmen. Uff. Was habt ihr getrieben in den letzten Stunden? Ich war mit euch hier drin, Abelmir. Und davor habe ich einen Tag lang auf einer Ziegenweide gelegen. Könnt ihr euch dort hinten hinstellen, bitte? Sicher doch. Ich mach zwei Schritte zurück. Dann nehmt ihr dieses Regal hier, ja? Und Beeilung, wir müssen los. Ja, also er riecht nicht nach als ob er nicht geduscht hätte, sondern nach Verwesung, süß, ja. Süßlich, ja. So ein ganz frisches, süßliches. Serpentino geht dann halt weg und nimmt sich ein anderes Regal vor, in der Hoffnung, dass Abel mir schon weiß, was er tut. Puh. Kopfschüttelnd, versteht sich. Für meine Sinne, Schäfer Serpentino. Diese Dämonologien. Ein Schäfer eines der wenigen körperlichen Talente, die. Ich such's nur gerade. Hier, die aus irgendeinem Grund keine körperlichen Eigenschaften beinhalten. Ist trotzdem ziemlich mies. Ja, ist 9 Punkte. Ja, du bemerkst jetzt auch den Geruch und dann kannst du nochmal auf deinen Ärmel starren. Warum auch immer dir diese Hand wehtut oder dieser Arm, kannst du ihn noch gar nicht mehr so gut heben, aber dann kannst du sehen, wie da wohl irgendwas durchgesapscht ist. Ich bin neugierig, ich muss nachsehen. Ich nehme mich irgendwie ins Regal und krempel vorsichtig den Hemdärmel hoch. Den Mantelärmel. Hobenärmel, danke. Du kannst sogar Elle und Speicher erkennen, da ist wohl irgendwas weggerottet.
Ich erwähne an dieser Stelle, dass ich totenängstlich bin. Du siehst wieder wohl ein paar Fliegen sitzen, die am Rand so ein bisschen naschen. Da ich totenängstlich bin, mache ich das einzig Richtige, nämlich an Vermilchtus Welle der Reinigung. Okay. So eine schwarze Nekrose, die sich da wohl auf deiner Hand ausgebreitet hat. Ja, fort, fort, fort! Es macht irgendwie ein Puff und es fliegen drei oder vier Bücher aus dem Regal raus. Was tut ihr da? Fort, ja! Der hält den Arm hoch, betrachtet den immer noch. Sind da noch Fliegen dran jetzt? Die Fliegen sind mittlerweile tot und fallen nur noch zu Boden. Aber ja. Du bekommst einen Schadenspunkt. Okay. Er bekommt trotzdem einen Schadenspunkt. Okay. Ich halte die Nase zu und lupe mal um die Ecke. Ja, er hält den Arm irgendwie von sich weg, als wollte er ihn fortwerfen, weil kann er nicht, weil er angewachsen ist. Das ist nicht gut. Nein, in der Tat. Nun, wir reiben alles raus hier. Und dann hat er den Arm so irgendwie halb hochgehalten, vor sich weg, in die andere Richtung schauend gequält. Geh ruhig vor. In die andere Richtung schauend gequält und manövriert er irgendwie aus der Tür dann, ohne anzustoßen, hoffentlich. So, über den gesunden Arm einen Sack voller Pergamente geschlungen. Wenn die anderen wieder in Richtung des Bazars kommen, dann könnt ihr sehen, wie tatsächlich Asaban auf dem Markt steht und unschlüssig an der Schwelle des Tempels steht. Er sieht selbstverständlich den großen Buschruf, diesen riesigen Affen mit den vier Armen, der dort wachsam mit seinen rot glühenden Augen ihn mustert und den Eingang verschränkt. Ja, währenddessen kommen die beiden Magier nach draußen und die anderen stehen auf der anderen Seite und können dort Asaban erkennen. Aber noch nicht unsere Magier? Doch, die seht ihr dahinter, wie sie gerade nach draußen kommen. Also Asaban steht direkt zwischen euch. Gut. Wunderbar. Dann haben wir alle beisammen. Da ist er. Tut was! Ich gehe von rechts entlang. Geht ihr von links, dann sieht er mich nicht. Wo kommt dieses Ding her? Jetzt beschworen, Serpentio? Der Zulamin wickelt etwas drum und dann ist so. Was habt ihr denn? Zulamin lässt sich ablenken und schaut ihn an. Ich strecke den alten toten Arm ins Gesicht. Zulamin zuckt zurück. Das sieht übel aus. Die Kröte. Nein, anderer Arm. Und er riecht. Tut etwas! Lamin sieht erstmal etwas ratlos aus und zieht dann das Fläschchen mit Tarf, das sie mit sich führt, und schüttet was von dem geheiligten Wein über die Wunde. Ja, es brennt auf alle Fälle erstmal. Autsch! Nicht, dass ich... Wickelt etwas drum oder so! Lamin gibt dir einen ihrer seidenen Schleier. Nicht den Schleier, versteht sich, aber einen. Der Ventilio hat das linke Auge zugeklemmt, dass den Kopf irgendwie fortgewandt und wedelt ein bisschen wild mit dem Arm in der Luft. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es an der Zeit ist zu gehen. Da drüben ist Asaban, wir versuchen ihn kurz einzusammeln. Rafim ist noch im Rahandor-Tempel, aber wir gehen einfach gemeinsam zurück und holen ihn. Asaban steht direkt vor dem Tempel, also es muss an ihm vorbeigegangen sein, um mit dem Magiern zu sprechen. Sagt er, Magister, wie komme ich denn hier an diesem Monster vorbei? Ich wollte noch einmal mit dem Priester sprechen. Asaban, ihr geht nicht an diesem Monster vorbei. Ihr begleitet uns. Es ist Zeit zu gehen. Ja, und in dem Augenblick taucht auch Diamantas hinter Asaban auf und möchte ihn treffen. Knick, oder? Mit einem hohen Tritt. Ich sage keine Ansage gegen den Kopf an, aber ich möchte ihn ausnocken. -8. Ich krieg maximal eine -5, wenn er nicht gefesselt oder bewusstlos ist oder schlafend. Aber es ist nicht erschwert, weil du über die Hüfte trittst? Ich sage ja keine Trefferzone an. Er ist nicht im Kampf, er ist überrascht, das ist eine -8. Es gibt einen hohen Tritt. Der ist sonst nicht erschwert, glaube ich. Richtig, der hohe Tritt. Der ist einfach ein Rudelsatz mit drin. Der gibt mir sogar eine +2 TP zusätzlich. So, ich bekomme, wenn ich eine Erleichterung von 8 kriege, sage ich mir eine Ansage von 13 an. Und zwar alles zur Schadenserhöhung. Und greif an. Okay. Ja, das ist sogar gekrittet. Oh, Junge, willst du ihn umbringen? Tritt ihm ins Genick. Ich will den nicht umbringen. Aber für den Schaden aus. Es sind ja zum Glück nur TPA.
ist es. Oder hast du irgendwie Metallstiefel? Huset. Bam, tot. Ja. Das ist eine Doppel-4. Also, die 25 wird glücklicherweise nicht verdoppelt, ne? Aber weil also die Ansage noch, wird erstmal abgezogen. Du machst jetzt erstmal noch einen Würfel. Zwei Stück. So ist es. Erstmal mache ich nochmal 2W6. Und nochmal das sind 8. Zusätzlich 8 plus 25. Nein, wir müssen da kurz einmal 13 abziehen bei der 25, weil die werden nicht zusätzlich verdoppelt. Okay. Das heißt, wir sind bei 12 plus 18 sind 20, mal 2 sind 40, plus 13 sind 53. 53 TPA. Halbiert hört sich an wie ein Schädelbasisbruch. Ja, dann bringst du ihn jetzt um. Oh, kann ich meinen Schicksalspunkt ausgeben, um ihn nicht umzubringen? Okay. Ja, also ich kann auch meinen Schicksalspunkt ausgeben, um den Crit neu zu würfeln. Dann ist er Knockout und dann ist... Dann würfel den Crit neu. Wenn man halt keine 1 haben will, ne? Dann ist es nur gelungen. So. Ja, dann ist dann es nur gelungen. Trittst du für 25 plus 8. Ja, so ist es. Dann sind das immer noch 33 Schaden. 33 über seine K.O., dann geht er bewusstlos, klatscht er gegen die Tempelmauern. Seine Nase bricht mit einem vernehmlichen Knack und dann sackt er zusammen. Oh, tut mir leid, ich dachte nicht, dass er so, ja, egal, er wird schon wieder. Welchen Teil von nicht umbringen habt ihr nicht verstanden? Ich dachte nicht, dass er so zerbrechlich ist. Seht ihn euch doch an. Ich habe ihm leicht gegen den Hinterkopf getreten. Den schleppt ihr. Ja, ich trag den schon. Oh. Immerhin, er atmet, er verblutet nicht. Gut, packt ihn euch auf die Schulter und zum Rahandra-Tempel. Rafim, während du trainierst, kannst du wohl sehen, wie die Farbe ausbleicht von diesem Ort. Du bist gerade in Schwertmeditation, machst deine Schritte, kämpfst gegen den Wind oder gegen die Luft. Und dann siehst du, wie alles um dich herum grau wird. Naja. Wir mal hoffen, dass das wiederkommt. Habe ich solche Erfahrungen schon mal gemacht in den namenlosen Tagen? Nicht in den namenlosen Tagen, aber es erinnert dich an den Effekt, den Rassasor einst über Werheim sprach. Es ist wohl irgendwie genau das Gleiche, hast du das Gefühl. Ah, verdammtes Nekromantenpack. Du siehst ja wohl, wie zwei, drei Kröten auf dem Boden sitzen, während du da trainierst, und dich anstarren aus ihren lidlosen Augen, als ob sie dich einladen würden, an ihnen zu lecken. Und während du zu ihnen blickst, auch wenn sie einst lila waren, auch sie haben jetzt die Farbe verloren, und zu sehen, wie dann deine Freunde auf dich zueilen. Ah, Rafim, du hast das auch bemerkt. Wir sollten gehen. Aber Serpentilio, er... Einen Augenblick. Sag nachher mal. Läuft ein Schleier halb um den Arm geschlungen, immer noch nicht hinschauend hinter dir her. Na, was hat der Nekromant gemacht? Ich werde bitte mehr eine solche Aussage. Offenbar hat er ausnahmsweise nichts gemacht, was das Beunruhigendste überhaupt ist. Ich befürchte, wir müssen gehen. Ja, ich versuche, ob ich etwas dagegen tun kann. Ich würde einen Heilungssegen auf Serpentilios Arm sprechen. Dann prüfe ich mal. Ja, und? Plus 7 in den namenlosen Tagen. Plus 7, plus 5. Grad 1 ist plus minus 0. Das kann klappen. Und Raya existiert zwar nicht hier, aber in Fasar auf alle Fälle. Also. Gut, dann schauen wir mal. Ist es notlagig? Ja, das ist doch, warum nicht? Okay, das ist dann die minus 3. Er ist ein Frevler, das ist die plus 5, das heißt, das ist plus 2. Plus 7, dann sind wir bei der 9. Du dürftest mal heilkunde Krankheiten werfen. Tempel einer verwandten Gottheit.
Heilkunde Wunden plus 10 als Ableitung. Ich gebe mir mal, also nehmen wir mal eine 5er Erschwernis bei mir an, weil ich, wie gesagt, totenängstlich bin, aber das sind immer noch die 12. Du hast wohl auch von magischen Krankheiten gehört, also Krankheiten werden sowieso immer durch Dämonen verursacht, aber es gibt wohl auch Krankheiten, die nur Magier befallen. Es gibt eine plus 8 und ich versuch's mal. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Schwer, dass es eingetragen, dann klappt das. Und ja, das klappt und es kommen nochmal 3 Punkte drauf. Das heißt, ich gebe ihm 7 Lebenspunkte zurück. Das reicht gerade so, um die Wunde zu schließen. Augenblick, ich schaue nochmal nach, nicht, dass das irgendwie halbe sind oder so. Ja. In dem Fall würde ich es nämlich schippen, denke ich. Noch hast du einen Schicksalspunkt? Das sind LKP-Sterne, halbe plus 3, also schippe ich das, weil das ein echt schlechter Wurf. Nekrotische Fleisch schließt sich.